So, es gibt jetzt Tech-Raptor-Babys. Man sollte bei dem Spiel nicht mal alles auf die Goldwaage legen. Das Ei sieht aus wie eine Urne. Das stimmt wohl. Ich find's cool. Komm, Drillinge. Sache, der überlebt. Ich kann ihm auch noch mehr Lebenspunkte geben. 50.000 von mir oder so, keine Ahnung. Ja, komm, mach die 50 voll und danach Damage. Auf Gewicht. Aber hallo. Auf Gewicht, auf jeden. Der hat schon 1.800, das ist schon ordentlich. Oxygen, unbedingt hier. Das ist auf der Map auch essentiell. Ja, du wirst sehen, in der Hohle. In der Hohle müssen wir natürlich tauchen. In der Höhle müssen wir natürlich tauchen, wollte ich sagen. Ich finde die Hohle aber viel besser. Der Hohle lebt die Bohle. Oh Gott. Was? Boah, sei ruhig. Oh Gott. Es ist einfach. Ach, es ist noch Wochenende, es ist Sonntagabend, weißt du, da kann auch in der Hohle die Bohle leben. Die Nacht war wirklich lang, das muss man sagen, ja. Also der ein oder andere hat es mitbekommen, 10 Stunden Stream fast. Erik hinter dir. Kämpfert. Ich kann mich Volcano. Nicht. Oh. Aua. Das Volk der Dichter und Denker. So sieht's nämlich aus. Der Erik ist eigentlich so ein verkannter Poet. Ja, die Dichtendenker. Genau. Ja, aber der Erik ist wirklich so ein verkannter Poet. Der arbeitet noch dran. Nächstes Jahr streamt Erik dann nur noch, wie er live Gedichte erstellt oder so. Ja, er streamt Gedichte aufsagen, jawohl. Mhm. Das machen wir dann klar. Zu Weihnachten. Erik, kannst schon mal üben, ne? Sonst gibt's keine Geschenke. Und Hallöchen, Minkuru. Willkommen zurück, kann man ja schon sagen, ne? Ist ja erst ein paar Stunden her. Hey. Ne? Wo ist denn der Hero eigentlich hingeflattert? Keine Ahnung. Weg. Der hat Angst bekommen. Als wir ihm gedroht haben. Mit den Holztoren. Na, das Problem ist halt nur bei dem gelben Airdrop, wenn die wieder von allen Seiten kommen, das ist halt blöd, weil ich kann halt nicht überall tanken. Aber wahrscheinlich das Schild so schnell weg, dann treffen die sich hier in der Mitte. Ja. Ja. Drops, ja. Naja, Drops, ich muss ja nicht sagen, was. Wenn du Set machst, oder? Oh Gott, ey. Sorry. Hallo, warum schreibst du denn, du musst davon ausgehen, dass die Tiere sterben? Das motiviert. Wie motivierst du denn die Leute? Oh, ey, Anfänger. Anni früher in der Schlacht. Heute sterben wir alle, aber es ist für einen schlechten Zweck. Ja, aber komm, ne, bei Herr der Ringe hier, ne, das hat auch total motiviert am Ende. Wir werden heute alle sterben, aber trotzdem werden wir den, ne, Horden hier, ne, Einhalt gebieten. Guck mal, der Hero fragt jetzt schon, wo ist das denn? Hero habe ich sofort überzeugt. Das war nur ein Skorpi. Ja? Ja, bei Hero war der gerade schon da. Der weiß ja, wo wir sind. So, also, ich glaube, wir können, oder? Echt? Okay, dann. Ja. Dann let's go. Okay, let's go. Wenn Toki Heilung braucht, dann irgendwie, keine Ahnung, Hero musst du schreien, dass er Heilung braucht. Ja, im Kampf werde ich die nicht rausholen. Okay, dann erst später, wenn wir uns ein bisschen beruhigen. Ja, dann soll er lieber einfach wegfliegen, wenn er halt. Ich glaube, der wird bei mir einfach weiter oben angezeigt als bei euch. Das bei mir schwebt er mich in der Luft. Das ist ja witzig, ey, echt. Bei mir ist er hier bei in der Sandkuhle. Bei uns ist er überall am Boden, aber Mario hängt da in der Luft. Aber egal. Naja, macht ja nichts, ne? Spätestens dann. Feuerfrei. Jo. So, sehr schön. Jeder sucht sich jetzt mal eine Seite. Ja. Und auf jeden Fall echt aufpassen, dass sie das Schild nicht auseinandernehmen, ey. Also bei den Gelben brauchen wir das Schild auf jeden Fall. Und man kann nicht, wenn man im Schild steht, rausschießen. Aber ich glaube, die können nur von zwei Seiten kommen, weil hinten ist nämlich eine Klippe, da können die gar nicht hoch. Ja. Naja, aber das Schild, wo Anni steht, ist ja außerhalb der Klippe. Naja. Ich meine, wenn es dann kleiner wird, was ja sicherlich irgendwann der Fall sein wird. Ja. Von meiner Seite kommt ein bisschen die Scouts mit Hero und Alex. Ah, hier hinten kommt ein bisschen klein Viech. Also die erste Welle hat man bei dem Gelben auch geschafft, die zweite war halt noch echt hardcore. Hm. Ja, weil da Kanus kommen und so ein Scheiß. War das nicht die dritte, bei der wir dann gescheitert sind? Oder die dritte, ja, kann auch die dritte gewesen sein, ja. Weiß es nicht mehr. Die dritte haben wir noch gemacht, ja. Ich hab die Viecher da noch gekillt, den Haufen da, aber... den vierten nicht mehr. Hm. Naja. Nummer 1. 3 P. Ich hab kein Tier gesehen hier. Das waren halt nur so Dilos und so ein Krempelzeug. Oh, da oben sind welche. Ja, ich halte mich mal ein bisschen zentral, damit ich noch notfalls irgendwo hinspringen kann. Ja. Wenn was Größeres kommt.
Beim Petris vom Himmel? Ja. Ja, echt? Mhm. Einer ist da aber noch, oder? Ja, da ist noch einer. Ah, hier vorne kommt Spino. Doch, hier vorne hinten. Also ich sehe hier gar nichts. Ja, bei mir ist nur Kleinzeug. Ich komme nicht durch hier, das Scheißschilder. Hier müsste noch mal einer kurz hier hinten hochfliegen. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen mehr hier bei mir. Ich wurde runter... Ne, wurde ich nicht. Okay, alles gut. Ich sehe einfach nur nichts. Oh, Achtung, das sind Raptoren, Anni. Ja. Ich glaube, die können nicht auch von deinem Tier runtergreifen. Ja, können sie, leider. Na, dann bleibt ein bisschen zusammen. Dann mal zu Anni hin. Ich habe halt keine Ausdauer mehr gerade, das ist eigentlich mein Problem. Okay. Und da kriegst du hier mehr Boost. Oh, ich sehe nichts. Flieg mal hier runter, ich muss den mal. Alter. Ja. Danke. Kano down. Oh, mal kurz Stamina regen. Da oben fliegt ein Petri um einen ja. rum, der gelandet ja, ist. Ja, um mich. Passt aber. Hier, ist vorne okay? ist, hier vorne ist einer bei mir. Ach, da ist noch einer, ja, ich sehe ihn. Okay. Mal zur Luftabwehr. Ja, macht nicht so viel Schaden, noch nicht. Boah, das Schild hat aber schon 9000 Damage verloren, ne? Naja, das ist, weil die halt hier direkt am Schild dran standen und ich nicht durchbeißen konnte, das Schild. Ja. Ich bin aber nicht rausgekommen. Bin schon bei der dritten, oder? Ja, hier vorne direkt bei mir kommt jetzt eine Welle. Naja, das ist jetzt laut Dings die zweite. Zweite? Die erste ist halt, glaube ich, diese, so eine, ich weiß nicht. Vorbereitungswelle. Da, also hier kommt jetzt auf jeden Fall einiges angenatscht. Ja, ich komme zu dir. Wieso nicht? Ach, da. Dann muss ich schon... Ja. Ich lenke die hinten einfach mal ein bisschen ab, ne? Mhm. Ja, hier kommt da viel, ey. Ja. Alter Schwede. Alter. Ich habe keine Ausdauer. Oh, hier kommen noch mehr bei mir. Ja, da ist ein Petri. Warte, Anni, ich komme. Ja. Ich hab nur Ausdauer. Ihr seid hier zu zweit. Ich hier Stamina ist wieder weg. Scheiße. Ja, Stamina ist so ein Problem. Aber echt, aber ey. Man kann die ganz gut wegklappen. Ach, die Kamera kollidiert ja mal mit der Scheißwand. Schild wird kleiner. Oh, dicker Trike. Ich brauch mal kurz Hilfe bei dem Kano, ich kann nicht rückwärts laufen. Jo. Okay. Da hinten ist ein dickes Paratierchen, das gehört aber nicht dazu. Dieser Kano, ich hänge jetzt in dem Kano drin. Ich kann nicht weg von dem. Warte. Oh, ich muss Ausdauer regen, ich kann grad nichts machen. Mal kurz hier vorne die Tiere noch weg. Okay, danke. Ich stell mich immer ein bisschen rauf. Oh, sorry. Nutoka, ich hab abgestaubt. Schauen, ob hier hinten noch welche sind. Ja, nicht ums Abstauben geht, ums schnell töten. Ah, die kommen ja auch nur von den beiden Seiten, wo ihr da gerade kämpft. Mhm. Ja. Von der anderen kam gar nichts bisher. Mein Ding ist ja auch nur am Kacken, mein Petri, ey, die ganze Zeit. Oh, ich habe gerade mal geguckt, also der Rex kriegt zwar auch, glaube ich, 20 oder 25% Damage dazu, aber das sind halt irgendwie nur 5 Punkte, also es ist okay, glaube ich. Wie viele Wellen gibt's? 5. 5 plus, also ich glaube, das sind 5 plus diese Anfangswelle. Oder kommen Atropleura? Oh, da fliegt der die ganze Zeit noch einer rum, ey, und haut auf die Kuppel ein. Oh, dann muss der weg. Die müssen weg, die Petris halt. Ja. Ja, ich helfe dabei. Shit. Das Gute ist, wenn das Schild weg ist, sitzen wir hier auf einem Punkt, ne? Ja. Ist weg. Kann sich auch mal überlegen, ob das nicht allgemein eine bessere Taktik ist. Naja, das ist auf jeden Fall praktisch. Ist halt nur blöd, wenn die ja wirklich alle rankommen. Ich wollte nicht genau hier, was wollte ich einfach? Echt viele Hitpoints teilweise. Oh, Kanus. Atropleura und Trike. Ach, die gehen ja auch schneller. Oh, zwei Atropleura. Einer nuckelt am Schild. Boah, warum sind die alle so rot, Mario? Na, das, die haben irgendwie so einen Boost hier, keine Ahnung. Okay. Ich treffe hier grad nicht. Da ist irgendwas, was wen angreift. Das sind normale Da Jesus. Ist irgendwas, was wen angreift. Ja, ich sehe eine rote Zahl, was soll ich sagen? Da ist irgendwas, was wen angreift. Ich erkenne es ja nicht. Keine Richtungsangabe, nicht was. Ach, naja, da ist ja irgendwer, der muss es ja mitkriegen, dass er geschlagen wird. Wenn es keine Antwort ist, ist es Toki. Uiuiui.
Mann, diese Stamina, das ist einfach der größte Albtraum, den es hier gibt. Ja, aber der Rex tankt ordentlich weg, also. Ja. Und noch irgendwas. Ah, sehr schön. Irgendwas kämpft da auch noch bei euch? 4-5 haben wir jetzt. Hostiles geil. Approaching. Mhm. Na, wieder hier bei mir. Große Welle. Mhm. Oh, da kommt Trikes an. Von links kommen auch. Kommt auch ein bisschen was. Ja, so oh, da kommt das wieder. Oh, eine größere Welle, ja. Ja, und ein Paratier. Na, wieder bei mir hier. Ja, ich mag aber eher, wenn das ein paar große sind, als ganz viele kleine. Die trifft man wenigstens. Ich hab's diesmal ein bisschen früher abgefangen, war glaube ich ganz praktisch, dass sie nicht alle hinter mir stehen. Ich kümmere mich erstmal um die Petris und dann. Ja. Helfe ich dir da wieder, Mario. Oh, super. Oh, zwei Petris. Hey, Mario, ich. Boah, wie viel du hier hast, ey. Ja, der eine Raptor ist am Schild. Ja, mach ich. Oh, warte, das war. Raptor ist weg. Petris sind auch weg, ne? Alle. Ich glaub schon, ja. Oh, ist noch ein normaler Kanu. Ja. Oh, weißt du, was echt mies wäre? Wenn die Atopleuras auch den Sattel kaputt machen könnten. Ja, oder dich abmounten oder so. Ne, das passiert ja dann, wenn der Sattel kaputt ist. Ja, gut, stimmt. Das wäre halt schon echt obermies. Sehr schön. Eine noch. Ja. Eine Welle noch. Boah, es waren 224er Wolfe, ey, krass. Bisschen ja, Fleisch hier rein. Ich bin gewundert, warum der nicht tot geht, weil ich habe keine Stamina mehr. Da kommt wieder ein Paratierchen und ein Trike. Danke, eine Stamina jetzt gerade. Hab ja gerade Zeit dafür. Nee, haben wir nicht, weil ich komm schon an. Ja, die kriegen wir schon. Ja, dann wechselt euch mal kurz ab. Oh, jetzt. Ja, ist okay. Oh, ich treffe den Petri immer nicht. Nehme ich das Bodentier. Das ist zu weit weg. Oh, hier greift mich auch ein wilder Wolf an, du Drecksvieh. Ist klar, Luke. Ich muss gerade recken. Ich muss gleich recken. Ja, okay, ich bin wieder... Ist okay. Oh, Level up! Da krabbelt was am Schild rum, hier bei mir. Das Schlingeli. Bin schon da. Ach, jetzt hat er meine Rüstung kaputt gemacht. Aber ich glaube, wenn die hier kaputt sind, dann war's das. Ja, ist da. Boah, irgendwas hat mich gerade richtig hart getroffen. Ich hab gerade alle Schellen von den Tieren, die du da vor dir hattest, abbekommen. Okay, Schlingeli noch am Schild hier? Doch, sicher einer. Bei euch? Ja, ich bin fast tot gerade. Nee, ich gehen. Auf die macht man ja auch Schaden, wenn man angreift. Ja! Sehr schön! Geil! Juhu! Oh, oh nice! Gut. Jetzt wird gelootet. So, Hiro, Mutoka kommt ran hier an das Ding. Kommt ran hier. Dann schnappt das Bunny. Das wirft ja jetzt hier das Zeug aus. Na, dann müsst ihr erstmal aufmachen. Bei mir schiebt das in der selber? Luft. Ah, okay. Naja, irgendwie anklicken halt. Eject Items. Und dann einfach einsammeln. Oder wir. Ja. Achso, das sind ja Ressourcen. Genau, es ist alles Mögliche. Einfach mal einsammeln und dann können wir ja mal gucken, was wir austauschen können, vielleicht irgendwie. Ach, ja, ich kann mich nicht bewegen. Schau mir ja nicht. Also, ich habe gerade auf jeden Fall schon wieder zwei Kryopods. Ich glaube, ich habe auch drei oder so. Hiro, hier ist noch so ein. Hiro, hier ist so ein Kryopod, nimm dir den mal mit. Hier, hier vorne. Das sind diese Pokebälle. Also, ach, deswegen, ich habe 200 Skrettmittel und 400 Steine, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist sehr schön. Ich habe noch einen geilen Bogen. Hui, mein Gott. Ein Kompositbogen. Oh, echt? In welcher Qualität? Geselle. Was ist Geselle? Welche Farbe? Ich kenne das. Ah, okay. Also ich habe eine Mastercraft Fabricated Sniper Rifle bekommen und Ascendant Assault Rifle. Aber Damage ist nicht so pralle. Und drei Kryopods. Ich habe zwei Crewpods und wieder ein bisschen Lamm und ein Blueprint für Riot Boots. Oh. Das ist aber schon gut. Oh, ja. Schon mal gut. Ich habe ein Blueprint. Hiro. Sorry. Ja, Entschuldigung. Ja? Ja, ganz kurz. Ich habe ein Blueprint für eine Journeyman Fabricated Pistol und ansonsten noch eine rote Fabricated Pistol in fertig gebaut. Ein Cryopod.
148 Cooked Meat Jerky und einen grünen Brontosattel. Ne, müssen wir Bronto zähmen. Ich auch ein Kyropod, ein Blueprint für eine lila Sniper-Rifle und ein Blueprint für eine blaue Sniper-Rifle. So, die wollen wir verteilen? Und Steaks, Shadow-Steaks, Saute, was auch immer. Hm. Achso, ist nur für Nachtsicht. Also einen Kryoport habe ich Hiro nochmal abgeworfen. Ja. Den hat er, glaube ich, auch schon aufgesammelt. Ja, habe ich schon eingesackt. Wie viel habt ihr jetzt, wie viel Kryoports? Ich habe direkt Toki gegeben. Na, ich habe jetzt noch jeder vier. Also Toki und ich haben jede einen jetzt. Na komm, dann pack ich auch noch einen hin. Ich habe auch noch drei gelootet. Na gut. Vielleicht werde ich die, also keine Ahnung, benutzt man die so oft? Ja, ja, wenn du woanders was zähmst, was du noch nicht tragen kannst oder so. Ah ja, stimmt. Dann kannst wenn du das nach Hause holen. Ja. Zähmen, einpacken und nach Hause. Das ist richtig geil. Kannst du in der Hosentasche tragen. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt bestimmt 6 Kryopods oder so geholt, ne? Ja, ja, ich habe 2 eingesammelt bei dem Ding hier gerade. Ich hatte gerade 3, also waren schon mal 5. Andi hatte, glaube ich, auch noch einen. Ich habe eine. Und das Licht bleibt, ja? Also 0,5. Genau, genau. Egal, was drin ist. Ja, ja. Team Pokémon. Oder, warte mal. Ja, ich habe ja gerade eine Eule in der Tasche. Voll gut. So ein fetter Bronto mit dem grünen Bronto-Satteln für die Airdrops wäre doch auch nicht schlecht, oder? Ach gut, mit den Kryopods muss man ja mit dem auch nicht rumwandern. Ja, ja eben. Genau, eben. Und dann als Tank. Hätte schon was, oder? Idee. Einfach Pokéball raus, fetter Bronto, der über eine Schelle schlägt und zumindest wegschleudert. Ja, ist gar keine schlechte Lass Idee. Lass uns doch ein Bronto zähmen. Ich will mich nur um Steine schlagen drücken. Braucht denn der für einen Kibbel? Das wissen sicherlich unsere Zuschauer. Was braucht man denn für einen Kibbel für einen Bronto? Ihr wisst doch, wir sind totale Anfänger mit über 1000 Spielstunden oder 2000, je nachdem, wen man hier fragt. Während wir auf die Antwort warten, gucke ich mir noch mal ganz kurz den Tech-Quetz an, den wir heute gezähmt haben. Das war das Erste, was wir getan haben. Der sieht so ultra episch aus, also wirklich geil. Der hat eine richtig, richtig coole Farbe, also das Lila. Wenn man es irgendwie so erkennt, hier so ein bisschen durchscheinend. Hier so. Hier, das Lila sieht richtig, richtig gut aus, Metallic. Echt gute Optik. Turtle-Kibbel, mein Kumari. Also Asgard. Ah, ja, Schildi. Ich erinnere. Hey, nimm schnell eine Schildi ranholen. Brauchen wir eh. Ich glaube, die Wildkröten braucht man auch immer als hier Imprint-Kibbel. Achso, na ja. Dann. Ich kann ja auch mal losziehen. Ich kriege das bestimmt alleine hin. Ja. Also jedes Mal, wenn du sagst, du ziehst alleine los und willst irgendwas hinkriegen, schaffst du das. Ich brauche nur mal Zeug dafür. Das, was du dir vorgenommen hast, schaffst du eigentlich nie. Na, aber ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ja, die 100.000 Scheine haben auch nicht funktioniert. Ja. Ansonsten, was wolltest du denn gestern noch holen? Du wolltest irgendwas zähmen. Na, ich will das. Du hast sogar gesagt, du wolltest extra Zähmzeug mit dem, falls du mal was siehst. Hast du schon irgendwas mitgebracht? Nö. Nee. Nischt. So, okay, dann bin ich jetzt bereit für Raptor-Babys, weil das mit Willi machen wir jetzt ja nicht. Ja, und ja, natürlich, klar, bei den Tech-Dinos ist jetzt nicht alles logisch, dass man die zum Beispiel irgendwie verpaaren kann oder dass halt irgendwie, dass man die mit normalen Pfeilen betäuben kann, ist auch logisch. Ach. EMP wäre auch praktisch, aber ich sag mal so, es gibt so viele Sachen in Ark, die unlogisch sind, also da braucht man jetzt bei so Kleinigkeiten nicht anfangen. Da gibt's ganz anderes. So, Raptor-Ei habe ich in der Tasche. Oh ja. Soll ich auf die Quickstart-Leiste packen? Und dann direkt essen. Und dann guten Appetit. Moment, ich guck mal kurz, habe ich Fleisch mit? Na, ich habe was. Und dadurch okay. Simon, servus. Simon ist schon ein bisschen da. Werf das hier in die Sonne. Erik, bist du auch da? Willst du auch gucken? Bin auch da. Wir hatten hier dieses Pet-Emote gedroppt gerade. Ich bin da. Ich auch. So, es gibt jetzt Tech. Raptor-Babys. Man sollte bei dem Spiel nicht mal alles auf die Goldwaage legen. Das stimmt wohl. Das Ei sieht aus wie eine Urne irgendwie. Ich find's cool. Komm, Drillinge. Oha. Oh, da ist es. Oh, so süß. Es ist zwar nur eins, aber es ist süß und es ist schnell. Oh mein Gott, ist das süß. Coole Färbung. Aber hallo, ey, geil. Ja, sieht eigentlich aus wie Papa, glaube ich. 1:1. Oh, hallo. Oh Gott, ey, Raptor-Babys sind einfach so süß. Alter, guck dich mal an. Mario hängt voll drin. Er hat nur den Fuß im Weg. Auch kurz füttern. Ja, mal lieber ein bisschen was zu essen. Ja.
Können wir den? Hat was drin. Können wir den mal irgendwo hinzotteln, wo nicht das Gras im Weg ist? Ja. Ins Wasser. Hier vorne zum Schaf vielleicht oder so. Oh Gott. Sieht aus wie ein Mini-Transformer. Oh, süß. Wo bist du? Na, hier zum, beim Schaf, also bei der Hütte. Ach so. Oh Gott, das ist sehr süß. Oh, wie er flitzt. Guckt euch das mal an. Oh Gott, ist ja schnell. Hallo. Oh, Tippel, Tippel. Oh Gott, wie er die Stufen schon läuft. Wie ein großer, ne? Ja, wie ein ganz großer. Oder in die Sonne. Oh. Sieht man hier besser. Hallo. Oh Gott. Meine Güte, ist der süß. Da kann man wieder nichts gegen sagen. Der ist einfach so süß. Oh. Oh ja, kurz Fernglas raus hier. Oh, der hat aber nichts zu essen drin. Naja, ich habe den gerade rausgenommen, weil er nicht gefällt. Ach so. Oh. Der sieht mal richtig cool aus. Richtig cool. Oh, richtig cooles Spielzeug. Und der Papa hat auch so ein schwarzes Gesicht. Ja. Also fast 1:1, glaube ich, die Färbung vom Papa. Auch und diese orangenen Schwanzspitzen und. Und vorne mit dem Fernglas sieht er halt echt aus wie ein. Garstig. Wie Megatron. Wie heißen die? Transformer. Ja. Der sieht echt garstig aus von vorne. Mhm. Ah, stimmt, der sieht echt aus wie der Papa. Krass. Cool. Der ist putzig, ja klein. Der sieht richtig cool aus. Ja. Die Schwanzspitze hat er, glaube ich, von der Mama. Ach, wobei, nee. Die Schwanzspitze ist bei beiden gleich. Die ist ja bei beiden orange. Also ja, so. Aber bei dem einen ist die heller. Nee, tatsächlich doch. Bei beiden gleich. Nein. Guck doch mal. Guck mal bei mir auf dem Bildschirm. Die eine ist dunkelorange, die andere ist hellorange. Dunkel. Nee, ich meine jetzt aber bei den Eltern. Ja, aber die ist dunkel. Die ist von Papa. Ja, auch von Papa. Er sieht echt aus wie Papa. Hallo. Ne? Der kommt wirklich der, voll der nach kleine, Papa. Der kleine Junge hat ja wohl den Schwanz vom Papa. Oh, Alter, ey. Ach, aber oben die Platten am Kopf, die hat er von Mama. Die orangefarbenen Platten am Kopf, die hat die Mama. Das stimmt. Die hat der Papa nicht. Der sieht richtig cool aus. Geil, ey. Okay, glaub ich, Mann, Tech-Baby. Wie es an die abhängen. Dino-Babys sind halt immer was ganz Besonderes, das muss man einfach sagen. Hat der Iron Man gut gemacht. Ja, die Mama wohl auch, ey. Hallo? Die hat ja nicht mal einen Namen. Die Mama? Der sieht richtig cool aus. Miss Potts hieß die Frau von Iron Man, oder? Also von Tony Stark. Oh, süß. Mhm. Ja, und Rex-Babys oder Baby wird's vermutlich morgen geben im Stream. Weil die können aktuell nicht pimpern, weil das Problem ist, sie hatten halt die mit dem komischen Kryopod transportiert und dementsprechend wurde der Mate-Timer zurückgesetzt auf ja, Standard. Und die hatte gestern irgendwie einen Tag, 12 Stunden oder sowas, keine Ahnung. Jetzt sind 18 Stunden, von daher wird das wohl nichts mehr. Ja, ich passe auf den auf, Erik. Ich kümmere mich um den Kleinen. Und jetzt mal spontan noch ein Tech-Rex-Weibchen ranzuschaffen, ist auch nicht so einfach. Einigen Hut ist auch noch. Ja. Nennt ihn Mirage, das ist ein roter Transformer. Mirage ist ein cooler Name. Mirage ist ein französisches Flugzeug, was nicht so wirklich funktioniert hat. Boah, der braucht aber lange, bis der alleine fressen kann, glaube ich. Naja, er hat gleich 1%, ist okay. Ja, er hat halt, kann nicht viel tragen, das ist das Problem. Ja, deswegen, ich passe halt auf. Ja, okay. Deine Verantwortung, Anni. Ja, kriege ich hin, weil ist ein Raptor-Baby und das ist Anni so super will nur wieder eine Ausrede haben, warum sie keine Steine gefahren hat. Nein, Quatsch. Quatsch, Nein, Quatsch. Ach, Quatsch. Das versteht ihr alle falsch. Wir müssen übrigens mal den Kühlschrank abschließen, wo das Polymer drin ist. Ja, Alex nascht schon mal zu sehr davon. Hey. Lass mir meine kleine Sünde jeden Tag. Jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Der ist so putzig, der Kleine. Ja. Oh, das wäre richtig cool, wenn man die auf den Arm nehmen könnte. Oh, wäre das toll. Das wünsche ich mir generell bei allen Dino-Babys tatsächlich. Dass man die einmal so ein bisschen herzen kann. Geil. Also richtig cool. Allein das Leuchten ist schon extrem episch. So, gucken wir mal nach oben. Vielleicht fliegt ja spontan wieder ein Tech-Quetz hier oben lang. Oh, generell noch ein Quetzi wäre ja schon ganz schön. Man muss ja wieder einen Stream-Sniper bei Hero machen.
Weil da haben wir den nämlich auch gesehen. Mhm.